und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine, denn meine Schwester ist da und wir wollen heute eine Challenge machen. Ich habe keinen Plan, wie diese Challenge heißt, aber ich habe sie bei einer anderen Booktuberin gesehen. Und zwar zeige ich ihr ein Cover von einem Buch. 5 Stück, um genau zu sein. Sie hat keine Ahnung, um was es in dem Buch geht und muss anhand des Covers halt erraten, um was es geht. Beziehungsweise halt auch am Titel, aber vor allen Dingen am Cover. Und das kann lustig werden. Yes. Eventuell. Weil ich keine Ahnung habe. Aber ich wette, mit Sicherheit wird sie 2 Stück irgendwie in einer gewissen Weise erraten. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Das ist Morgentau von Jennifer Wolf. Das ist das Cover. Ihr kennt es. Es ist eins meiner Lieblingsbücher. Du hast mir sogar tatsächlich mal erzählt, worum es darin geht, aber ich hab's schon wieder vergessen. Okay, worum geht es? Um ein Mädchen. Richtig! Wie schwer zu erkennen. Um ein Mädchen, was irgendwas mit Kirschblüten am Hut hat. Was? Naja, irgendwie in gewisser Weise schon. Ja, aber keine Ahnung. Es ist ein ganz reines Mädchen, die ist herzallerliebst und die geht gerne morgens spazieren, wenn noch der Tau auf der Wiese ist. Nein, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das tut sie wirklich. Also so in gewisser Weise. Ja, okay, ja. Die mag den, diesen Morgenmensch und mag die Jahreszeiten gerne. Zum Beispiel den Frühling, das ist ihre Lieblingsjahreszeit. Nein. Der Herbst. Der Herbst ist quasi... Ach so, ich kann das ja gar nicht verraten, sonst spoiler ich. Aber ja, es hat auf jeden Fall mit den Jahreszeiten zu tun, wie man unschwer erkennen kann. Ja, genau deswegen. Ja, und sie hat hübsche Haare. Also ganz ehrlich, das ist eine richtig geile Beschreibung. So ein Buch würde ich mir kaufen, in dem die Person morgens gerne durch den Morgentau wandert und die Jahreszeit mag. Du musst ja ein bisschen Action, ein bisschen roten Faden reinbringen. Die klettert gerne auf Kirschblütenbäume. Hat sie wirklich getan im Buch? Ja, die klettert gerne auf Kirschblütenbäume und trifft sich da mit ihrem heimlichen Lover, um ein bisschen Liebkosungen auszutauschen auf dem Kirschblütenbaum. Und dann fallen sie nachher runter und der Arme hat sich einen Arm gebrochen und sie muss ihm helfen. Was ist denn das für eine Geschichte? Du weißt, dass ich nur Fantasy lese. Dann kann sie durch Magie den Arm wieder zusammenflicken. Nein. Keine Ahnung. Okay, soll ich das auflösen? Ja. Also, hier drin geht es um Maya. Heißt sie noch? Ich heiße sie überhaupt noch mal? Ja, ja, sie heißt Maya Morgentau. Und Maya Morgentau lebt in einer Welt, die immer von der Göttin Gaia besucht wird. Und alle 100 Jahre. Ja, oder? Ja, alle 100 Jahre kommt sie quasi auf die Erde. Und die Erde ist in einer dystopischen Welt quasi untergegangen. Und sie lebt halt in einem Dorf, was quasi unberührt ist und was halt noch so existieren kann. Und alle 100 Jahre kommt sie in dieses Dorf und wählt sich ein Mädchen aus. Und die muss sich dann für 100 Jahre an einen ihrer 4 Söhne binden. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Ja, voll das, was ich gesagt habe. Das ist richtig. Ich liebe es. Dieses Buch im Übrigen, da habe ich geweint. Und ich weine ja sonst nie bei Büchern. Klar, ich weiß, dass du mir, dass du da voll von geschwärmt hast. Ja, und es hat auch nur... Oh, ist ja hier sogar doch mehr. Es hat 260 Seiten. Okay, kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar ist das Iron Flowers von Tracy Benhart, die Rebellinnen. Wieso suchst du dir die ganze Zeit solche Bücher aus, wo ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe? Weil das Bücher sind, wo ich mich selbst dran erinnere, um was es geht. Damit ich auch erklären kann, um was es geht, wenn ich es aufkläre. Ja, da kann man das wirklich sehr schwer erraten. Das sind Zwillinge. 2 Mädchen. Oh, es sind wirklich 2 Mädchen. Ja, das wusste ich sogar noch. Aber es sind keine Zwillinge. Es sind aber 2 Mädchen, halt Schwestern trotzdem. Richtig, ja. Und die sind verbunden durch eine tolle, schöne Blume, wo die beide drin leben. Und sie besuchen sich dann immer gegenseitig in den Blumen. So ähnlich wie bei Fairytopia. Nein! Das hat tatsächlicherweise mal nichts mit Fantasy zu tun.
sauge ich mir hier schon so eine Geschichte aus seinen Fingern. Aber ich und dann kommt sie mir an. Aber es hat nichts mit Fantasy zu tun. Aber ich sag dir was, das hier hat mit Fantasy zu tun und das hat mit Fantasy zu tun. Das ist eine Dystopie. Ja. Das weiß ich sogar auch. Okay, das ist quasi auch eine Dystopie. Ja, dann müssen die sich alle gegenseitig bekriegen mit verschiedenen Stämmen. Ihre Stämme sind... Du kannst mich doch mal wenigstens meine Ideen ausleben lassen. Okay, ich sag nichts mehr. Nein, jetzt habe ich keine Idee mehr. Die sind alle tätowiert mit Blumen im Gesicht und dadurch können die erkennen, wie sie heißen. Ich habe keine Ahnung. Nein. Vielleicht vom Titel her noch etwas. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum es Iron Flowers heißt, aber okay. Ja, vielleicht, also die sind Rebellinnen. Die rebellieren gegen irgendeine Allianz, gegen irgendeinen Clan, gegen irgendeinen Stamm, gegen irgendetwas rebellieren die. Gegen die Welt wahrscheinlich schon wieder, gegen die Gesellschaft. Gegen die Gesellschaft, ja. Die rebellieren gegen die Gesellschaft und die wollen nicht, dass irgendwas so ist, wie es gerade ist. Ja, genau. Der Sinn einer Rebellion ist also ja, okay. Ja. Mhm. Ja, also sie wollen nicht, dass irgendwas ist, wie es gerade ist und rebellieren dagegen. Ja, ich habe perfekt das noch beschrieben. Quasi. Also, Hildrian. Könntest du dir vorstellen, wie die beiden heißen? Iron und Flower. Nein, also. Tracy. Ich kläre es auf. Die Frau heißt Tracy. Dandelion. Delion? Nein. Dahlia. Rose. Nein. Also, die beiden heißen Serena und Nomi. Wie soll man denn darauf kommen? Vielleicht hat sie einen Geistesblitz gehabt. Sie heißt Serena. Und die beiden leben halt in einer dystopischen Welt, in der es einen König und einen Regent, einen König und einen Prinzen gibt. Auf jeden Fall geht es um einen König und um einen Prinzen und die veranstalten immer eine Wahl der Graces. Da wählen die quasi drei Graces für sich aus, die dann quasi ihre Frauen sind. Und es gibt aber nur voll die Sugar Daddies. Es gibt aber nur, eine Obergrace, die halt die Kinder gebären kann. Und die Frauen, die sind halt in diesem Buch sehr nicht wertgeschätzt. Nein, wirklich. Und die dürfen halt auch nicht lesen und alles. Und eigentlich möchte Serena gerne die Grace vom Prinzen sein. Und also so ein bisschen sexistisch schon so ja angehaucht. Irgendwie ja, aber es aber halt sie wollen ja so rebellieren gegen dieses Sexismus. Ja, genau. Okay. Und es ist irgendwie schon Sexismus, aber irgendwie halt auch nicht so richtig, also ja. Und auf jeden Fall sind die beiden dann beide am Schloss. Serena möchte eine Grace werden und Nomi soll ihre Zofe sein. Und dann werden die beiden aber getrennt. Und das ist richtig cool. Ich liebe es. Das klingt cool. Das würde ich vielleicht sogar mir auch durchlesen. Ich habe gerade den zweiten Teil da. Okay, das nächste Buch ist mein Highlight aus 2017. Ist das endlich schon 2017? Echt? Schon so alt? Ja. Und zwar von Catherine McGee. Beautiful Liars. Verbotene Gefühle. Liars. Beautiful Liars. Achso, hier ist das Cover für euch. Übrigens, ich vergesse das immer. Also, ich würde mein Buch so nennen, wenn mir irgendjemand irgendwelche Lügen erzählen würde. Oh ja. Mhm. Also irgendwie zum Beispiel, dass ich mit den Lügen, die ich erzähle, irgendwas verändern kann, sozusagen. Weißt du, so... Ja, in gewisser Weise schon, aber in gewisser Weise auch nicht. Also, dass du zum Beispiel, ich lüge irgendwie jetzt einer Person vor, zum Beispiel jetzt auch mit dem Untertitel, verbotene Gefühle vielleicht, dass irgendwie sie ihrem angehimmelten Menschen da irgendwas vorlügt, aber er das total schön findet, was sie erzählt und sich deswegen in sie verliebt, aber eigentlich nicht in sie selbst, sondern in das, was sie ihm erzählt hat zu sein. Ja, irgendwie schon, ja, doch. Das wäre jetzt meine Intention. Das passt schon irgendwie, ja. Ja. Und ein bisschen was zu der Welt, in der es spielt. Ja, vielleicht in so einer Welt, in der Lügen gut ist. Keine Ahnung. Nein, das nicht. Aber auch eine Dystopie. Es ist eine Dystopie, ja. Also, dass irgendwie Lügen ein verbotenes Gefühl ist oder so. Also das, was wenn du bemerkst, dass du angelogen wurdest, dann fühlst du dich ja so ein bisschen verraten und so. Und das ist dann vielleicht einfach nicht richtig. Oder dass da halt generell Gefühle nicht so wertgeschätzt werden und die alle eigentlich so richtig monoton durch die Gegend laufen. Das nicht, aber es geht in die Richtung. Ja, okay. Soll ich aufklären? Ja. Also, das ist Beautiful Liars.
Und zwar geht es hier drin um Avery. Und Avery wohnt im größten Tower der Stadt. Und zwar hat dieser Tower 1000 Stockwerke. Und sie ist quasi die beliebteste, deswegen wohnt sie halt im obersten Stockwerk. Und dann gibt es halt noch ganz Arme, die natürlich ganz, ganz unten wohnen. Und die von ganz oben dürfen mit denen ganz unten nichts zu tun haben. Theoretisch quasi. Und darin geht es halt um ganz viele Intrigen und Lügen und also so ein bisschen Gossip Girl angehaucht. Ja, genau. Es ist richtig Gossip Girl angehaucht und es spielt halt quasi in einer Science-Fiction-Welt und zwar in New York 2118. Gossip Girl spielt auch in New York. Und, stimmt. Ja, also man könnte es ein bisschen mit Gossip Girl vergleichen. Na, cool. Und das würde dir auf jeden Fall auch gefallen. Ja, da kommen halt so Sachen drin vor, die man halt überhaupt nicht erwartet. Überhaupt gar nicht. Oh, cool. Ja. So, das könntest du jetzt, glaube ich, eigentlich erraten. Und boah, zwar... Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt. Ich glaube eher nicht, dass ich das errate. Und zwar von Thomas Thiemeier, Evolution, die Stadt der Überlebenden. Und das ist eine Premiere, denn das ist eine Reihe, die ich mal beendet habe. Wow. Seht es euch an. Congratulations. Ja. Doch, tatsächlich hätte ich vielleicht eine Idee, so, weil das Cover ist ja schon ziemlich eingängig. Ist das ein Tiger oder ein Löwe da? Ja, das sieht aus wie eine Katze, aber es sieht aus wie eine Katze. Aber es ist ein Löwe. Also meine Intention wäre jetzt, dass da halt irgendwie eine Apokalypse stattgefunden hat, irgendwie Endzeitstimmung der Welt so. Und jetzt die sich nochmal komplett neu ansiedeln, nochmal eine neue Welt eigentlich mehr oder weniger erschaffen. Und halt da, wie gesagt, noch ein paar Überlebende halt waren und die jetzt versuchen, da sich irgendwie ein neues Leben in dieser abgebrochenen, erschütternden Welt aufzubauen. Und anscheinend finden sie auch einen Löwenfreund, den sie nicht essen wollen oder so, keine Ahnung. Nein, das ist kein Freund. Dann finden sie halt einen Löwenfeind, den sie doch essen wollen, keine Ahnung. Die wollen ihn nicht essen, wieso wollen sie den Löwen essen? Weil die Hunger haben und nichts da ist. Die essen den Löwen nicht, der Löwe isst wenn die. Ja, keine Ahnung, wir haben ja einen Pfeil und dann schießen die da drauf so puh, puh, puh. Evolution, die Stadt der Überlebenden, ja, das doch. Soll ich schon aufklären, möchtest du noch etwas sagen? Ja, keine Ahnung, Es kommt ja jetzt auch darauf an, was das sozusagen für eine Apokalypse war, die Welt da ruiniert hat. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie sowas ist wie ein riesengroßer Tsunami oder so, oder eine Naturkatastrophe oder ein Zombieangriff. So, das wäre jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht haben ja auch die Tiere die Gewalt über die Stadt übernommen. Ja, das wäre... Eigentlich schon nicht ganz so schlecht, ja. No. Also eigentlich ist alles richtig, was sie sagt. Hier drin geht es um 5 Freunde, glaube ich. Und die sind auf dem Weg nach einem Schüleraustausch und die leben in einer ganz normalen Welt. Oh. Und dann sind sie auf diesem Weg zu diesem Schüleraustausch und die Flugzeug, keine Ahnung, gerät in irgendeine Anomalie am Himmel und dann stürzen die ab und dann sind die halt einfach in dieser apokalyptischen Welt auf einmal. Und das ist halt einfach alles überwuchert und es gibt kein Essen mehr, keine Menschen mehr, gar nichts. Und dann müssen sie quasi sich ein neues Leben aufbauen, beziehungsweise versuchen, in ihre eigene Zeit zurückzukehren, denn die sind nämlich in der Zukunft, glaube ich, gelandet oder in der Vergangenheit, nein, in der Zukunft. Das war es im Groben und Ganzen erzählt. Ich möchte nämlich nicht zu viel erzählen, weil ich Angst habe, dass ich Spoiler, weil ich alle 3 Teile schon gelesen habe. Also eigentlich war das schon gar nicht so schlecht. Oh. Und dann haben wir das letzte Buch, das ist, oh, was für ein Wunder, das ist ja auch von Thomas Thiemeier. Oh. Und zwar Das verbotene Eden, David und Juna. Achso, hier, ja. Also ich denke irgendwie da... Kennst du das nicht auch schon eigentlich? Ja, ich meine, du hättest mir auch mal erzählt, worum es darin geht, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber ich... nehme jetzt mal irgendwie an, dass das so eine kleine Parodie, Verarsche, weiß ich nicht, von Adam und Eva ist. Oh ja, es passt irgendwie gut. Weil halt wegen Eden und David und Juna so, dass die halt irgendwie so eine neue Welt erschaffen auch und im Paradies mehr oder weniger leben. Ja. Und dass die halt voll ineinander verliebt sind, aber locker nicht ineinander verliebt sein dürfen. Ja, das ist schon sehr gut. Und keine Ahnung, was ich dazu dann noch weiter... Okay, eigentlich ist das schon richtig gut. Und auf jeden Fall geht es hier drin um David und Juna. Und die beiden leben in einer Welt, in der Männer und Frauen Feinde sind und in quasi verfeindeten Lagern wohnen. Ich glaube, die Männer wohnen bei den Mönchen
und die Frauen wohnen in der Wildnis. Und damit diese Welt aber fortbestehen kann, treffen die sich halt, um sich fortzupflanzen, was ich ein wenig Coitus. Und ja, die beiden, wie sie schon gesagt hat, verlieben sich. Das steht jetzt, doch, das steht hinten auch drauf. Ist aber eigentlich auch irgendwie logisch. Ja, das und ja, es ist sehr cool, es ist sehr voller Action, ich liebe das. Und ja, hier werden übrigens, wenn Jungen geboren werden, bei den Frauen werden die, glaube ich, mit 2 Monaten auf einen Stein gelegt und die Männer holen die dann ab. Ist ein wenig makaber, wenn man das liest, aber es ist cool. Aber in den anderen Folgebänden geht es nicht mehr um die beiden, die sondern um andere. Jungen. Die werden dann ja eigentlich nie gestillt, so außer die ersten 2 Monate. Nö. Und die haben auch gar keine mütterliche Liebe, ganz echt. Die werden doch alle so richtige Psychos dann, wenn die irgendwie so ein Elternteil fehlt. Möchtest du, dass ich das jetzt im Video behalte? Kannst du machen, musst du aber auch nicht. Das war's schon mit dem Video. Mir kam das jetzt sehr kurz vor, aber ich glaube, es ist wieder richtig lang geworden. Und ja, dann kam das auch kurz vor. Ja. Ich würde sagen, das Video ist damit schon zu Ende und wir sehen uns im nächsten. Ich freue mich, dabei gewesen zu sein. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wer weiß. Tschüss.